Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.3. Ich möchte mal gleich mal anfangen an allen Zuschauern und allen Abonnenten und allen anderen weiteren Zuschauern danken, fürs fleißige reinschauen. Und einen anderen Kommentar. Wer Anregungen hat und Vorschläge hat, immer gerne reinschreiben. Fragen auch gerne, kein Thema. Wenn ich es weiß, werde ich es beantworten. Und wenn ich nicht weiß, beantworte ich es auch. Denn keiner soll nicht beantwortet werden. Also eine Antwort muss immer drin sein. Klar, wenn ich jetzt 15.000 kommen würde, ne, na klar, ne, dann wird es schwierig. Aber so, ne, aktuell ist das locker möglich. Ne? So, das dazu. Ja, wir machen jetzt hier weiter auf Feld Nummer 21, die treffen auf Ball. Die fahren wir jetzt zur BGH, zur Nord oder Süd, wie sie heißt, keine Ahnung. Jedenfalls die oben auf Feld 36, die BGH. Da fahren wir jetzt die Ballen hin. Aktuell haben wir schon ein paar reingefahren in der BGH, zwar die etwas länger schon zurückliegen. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Geld verdienen mit Gelage. Die, was ich jetzt gerade gemacht habe, die wird noch stehen bleiben müssen, 2 Tage. Locker. Ja, und ja. Wir müssen noch jetzt nachher rangehen und Mais machen. Und bald, bis alles erledigt ist, kommt Mais. Siehst du, die ist noch gar nicht mehr drauf. Ich habe ein paar größere Ballen gemacht. Ne? Also 8000 Liter Ballen, das macht sich ein bisschen schon bemerkbar. Bei 4000 ist er ruckzuck erledigt. Ne? Es gibt nämlich auch große Ballen, muss man dazu sagen. Ballenpressen. Die haben einen Umfang von 1,85 Meter. Das sind die Ballenpressen gedacht, im Grunde für Lohnunternehmer, die praktisch in hoher Stückzahl die Ballen pressen können. Also es gibt schon sehr, sehr moderne Technik dafür. Man muss es nur leisten können. Und deswegen ist das für einen Lohnunternehmer sinnvoller, weil er die höhere Auslastung hat. So, das werden die ersten im nächsten Paar holen. Ne? Also ein paar haben wir noch. Das ist alles bares Geld hier. Mit Ballen macht sich leichter. Das wird ihr merken, wenn wir das Lager machen mit der BGH. Da ist der Arbeitsaufwand noch ein bisschen größer für mich. Aber das muss auch mal sein. Ne? Wir machen beides. Da wo Raps war, hier wird Mais ausgesät im Frühjahr. Das ist Feld Nummer 1 und 14. Ja, wir machen ein bisschen Wiese, machen auch noch so Getreidefelder. Und wir haben ja noch Rüben und Kartoffeln. Nicht viel, aber ein paar haben wir schon. Und wir haben noch Hopfen. Ist aber auch nicht reif. Da ist einer eingefahren. Das war zu schnell unterwegs. Ne? Ja. Ach, hier sind schon da an der Wiese. Ja, die Fahrzeuge müssen ja auch in der Zug gefahren werden. Aber wie gesagt, das machen wir nachher aller Ruhe. Dann muss es gewartet werden, dann muss es gewaschen werden. Vielleicht brauchen wir auch keine Ballenpressen mehr, das kann durchaus sein, dass man wächst. Aber 3 Tage, also es könnte ja noch sein, dass man wächst. Mal früher Herbst ist ja eigentlich September normalerweise. So schätze ich mal ein. Und bis November wächst Gras schon noch ein bisschen. Je nach den Regionen, die warm sind und vor allen Dingen wie trocken und nass ist. Wenn es zu trocken ist, dann wächst es auch nicht, wenn es warm ist. Kann ja nicht. So, jetzt geht es mal los. Dumm stehen bleiben wir auch nicht hier. Ne? Dann können wir den unseren Drescher mal hinfahren zu Feld Nummer 13 und Hopfen schon mal vorbereiten.
Der kann nämlich nicht loslegen und reinfahren und wir fahren mit LKW hinten und holen den Kopf. Also reell ist das so, Kopf mit dem Kopf mehr verdeckt. Da gibt es ja für andere Maschinen. Beziehungsweise bei Hand teilweise noch. Ja, und der wird Hopf normalerweise nach dem Ernte sofort getrocknet im Prinzip. Ich habe mal Ferse gesehen. So, entweder die Presse zu Pellets und speisen die kleinere Säcke rein, damit die immer bei der Verarbeitung frischen Hopfen haben. Also der Aroma nicht dazu flüchtig, also verflüchtigt. Die jetzt viel Bier trinken, können uns eher beurteilen, aber ich persönlich trinke ein Bier. Einfach zu bitter, aber die Brauereien, die rauchen da drin. Ne? Hatte mal das Vergnügen über die Firma, Betriebsausflug, da hatten wir Brauerei besichtigt. Eine Brauerei, die überwiegend für Gaststätten und so produziert. Da wurde was kurz erklärt, also alles weiß ich auch nicht mehr, aber das wird halt alles separat, also im Prinzip angemischt im Prinzip, ne? So, hier sind wir auch. Jetzt holen wir uns den LKW. Steht eigentlich auf dem Hof. Dann können wir mit denen ja nicht, wir können die Garage nicht rennen. Aber wir fahren jetzt zur Hopfen. Zum Hopfenfeld. Die sind immer so schön hell, ne? Haben wir da wirklich schön bearbeiten alles? Das muss ich einfach machen. Alles schön bearbeiten. Und werden mal sehen, Anschluss dann hochladen. Und so weiter und so fort. Naja, alter Plan, wie immer mache ich im Prinzip. So, Mais. Verdichter ist da. Und der verteilen kann. Mit diesem kleinen Gewicht, mal sehen, wie es klappt. So. Hier mal schauen. Kursgenerierung für 3. Wir werden hier mit 3 Vorgewänder arbeiten. Um die besser herumfahren zu können. War nicht 12 Meter. War glaube ich 12 Meter. Wir nehmen 12,5. Und dann schauen wir dann ganz kurz nach, ob das auch stimmt. Im Dings da. Ne, der ist 9. Ja, das ist schon. Ich war bei einem anderen Maisgebiss. Okay. Dann nochmal noch löschen. Das wäre was geworden, hätte aber stehen gelassen. Und das wäre was geworden. Verlust. Das sind 9 Meter. Ist mir noch aufgefallen, zur rechten Zeit. Das wird viel Fahrerei werden, wie ich so sehe. Viel Arbeit. So. Den Kurs werden wir speichern. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. So, zur Ernte, Feld 3, Mais. X. Ja, ich weiß, was das ist, sonst denke ich auch mit anderen Rädern, ne? So, mal schauen, mal einstellen.
Ich fahre an ihm und nimm das mit. Wenn der auf Watt nehmen könnte, dann kann man im Prinzip hinterher einsammeln lassen. Würde aufgehen. Wir haben Kugel. Da fahren wir keine Luft. Geben das ab. Mit Strom wird das nichts. Das ist doch klar, ne? Das kann nicht gut gehen mit Strom. Dann würde ich ja gerne machen mit Strom und dann. Das ist typisch, ne? Dass man mit dritten Arbeit macht. Ne? Hat auch nachts genug Zeit gehabt. Ja, gut. Das ist halt so, ne? Und keine Kante. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Gelände hier nicht so bekannt gewesen wird. Ich hätte das vorher planieren sollen. Dann ist es besser. Sollte man allgemein tun, wenn man Positionen setzt und Gelände, wo man sagen kann, okay, könnte gleich wellig sein. Ja, das Bürgerling ist ja halt so, ne? Dann, wenn man das vorher planiert, mit Terraforming, dann hast du das. Gut, hier auf dem Markt ist nicht ganz so gravierend, weil das ist im ganzen Jahr nicht, ne? Aber es ist ja kein 100%, ne? Wollen wir loslegen, ne? Ja, klar. Dann müssen die Pfeile keine Punkte. Ja, mit Brustkrieg würde ich mir einfach warten. Also, die erste Runde geht man mit. Dann überlege ich mir das, aber in dieser Runde ist es etwas schneller. Sind voll, klar. Das ist der Hexer und Gras auch, der ist fertig. Achso. So, jetzt zeige ich euch mal unser Silo. Hier ist der Verdichter. Die wollte ich so fahren, dass ich immer hier
Wir haben ja genug Platz. Wir müssen ja hier nicht durchbrennen und abkippen. Wir können es ja im Prinzip hier rechts ran stehen bleiben und abkippen. So hoch wie möglich und dann fahren wir schon weiter. Umgekehrt fahren wir der links vorbei und fahren bis rückwärts. Und gut ist, ne? So, dann mal ganz kurz den anderen freistellen. Beziehungsweise entlassen. Das können wir nachher nachsammeln, das können wir sehen. Und dann holen wir auch zurück. Wir machen erstmal Mais. Der Mais ist ja hier. BGH. Ja, wie gesagt, der muss warten. So, jetzt fahren wir entsprechend. Ja, wir können ja im anderen Silo zurückfahren, das ist ja bequem. Wir werden beide nicht voll kriegen. Wir machen einmal einen voll und dann sehen, ach, wie viel Platz. Dann nehmen wir die zweite auch noch hinzu. Und so machen wir nach und nach. Mit Kursplay hier in dem Bereich würde ich abraten, weil die Wänden einfach zu groß sind. Da ist irgendwann ein Kram drin, da muss doch eingreifen. Und dann letztendlich doch gleich besser machen selber. Bei den ganz großen Feldern machen es gut funktionieren. Hier ist es so ein bisschen schwierig. Zweitens wird es besser. Aber ich habe mit Absicht die Mais nicht mal egal zu geben, was ich da mache. Und dann ein bisschen einfacher fahren. War es weit weg. Ich denke mal, du hast jetzt kein Glas bekommen. Das könnt ihr mir glauben, das ist im Grunde egal. Die Grundtechnik ist bei allen Regimentern. Die werden also prinzipiell ein bisschen selten. Arbeitsmodus haben wie auf so eine Marke so und so oder so oder egal. Das werden die nicht alle extra verwendet. Das ist im Grunde auch von außen. Vielleicht müssen alles aussehen, wie original so ist. Aber der Modus, die Programmierung wird das gleiche. Klar, jedes Gerät macht separat Arbeit, weil wir mal was unten. Aber letztendlich ist die Idee ist dahinter auch. Die Bandade waren genau gleich, also da ändert sich nur die Größe. Das können Sie ja kurz eintippen. Ja, egal, das ist wirklich vor allem, weil er immer mal fährt er. In der Frucht und mal fährt er außerhalb. Das ist jetzt schon ein Problem. Also jetzt ist es ganz schwierig, jetzt muss man hinterher fahren. Ne? Also das macht ja nicht so weit. Wir werden uns nicht lange rumschalten, wir werden das mitnehmen und dann fahren wir zurück. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ist halt so, ne? So, jetzt fahren wir halt daneben. Und dann fahren wir Glück zurück. Das wird auch so. So kriegen wir nach und nach voll.
muss ja nicht so genau sein. So. Höhe rückwärts, hüpft auf und dann fahrt er schon. Nummer 2. Später brauchen wir noch ein Förderband oder ähnliches und dann fahren wir das alles zu BGA. Oder mit dem Ladewagen aufnehmen, einfach so. Das geht ja auch. Müsste gehen, also ich weiß es nicht genau. Also Häckselgut können wir gut aufnehmen. So, wir müssen dahinter fahren. Wer das weiß, dass ich da nicht fahren kann. Oder sie. So, das soll es voll gewesen sein. Das ist direkt nach hinten, der Hügel. Danke fürs Reinschauen.